Im Gottesdienst am Pfingstsonntag wurden in der Görlitzer Peterskirche die neuen 208 Pfeifen, die spanischen Trompeten, in Dienst genommen. Dazu kam eigens der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein von Berlin nach Görlitz. Der Bischof predigte und stellte danach das Engelwerk, wie die spanischen Trompeten in der Sonnenorgel genannt werden, in Dienst. Die spanischen Trompeten, die Trompeterie der Sonnenorgel, stellen wir heute in Dienst. Ihr Klang wird unseren Gottesdienst erfüllen, Gottes Wort ankündigen, unseren Gesang begleiten. Und in Konzerten wird die Orgel mit voller Stimme erklingen. Dank und Lob, Klage und Bitte bringen wir zu Gott, wenn sie gespielt wird. Und so beten wir jetzt. Gott, unser Schöpfer, die ganze Schöpfung singt dein Lied, singt dein Lob in vielen Sprachen. Wir danken dir für die Musik, für die Kunst derer, die komponieren und Instrumente bauen, und für die Kunst derer, die sie durch ihr Spiel zum Klingen zu deiner Ehre. Lass den Gesang der Menschen und die Stimme dieser Orgel mit neuem Trompetenwerk ihr zur Ehre und den Menschen zum Heil werden. Und so sei diese Orgel mit ihren neuen spanischen Trompeten im Dienst Gottes geweiht, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Professor Eisenberg für sein großes Engagement in den vergangenen über 3 Jahrzehnten, über dieses große Glück mit dieser wunderbaren Schweizer Orgelbaufirma und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Ohne sie wäre dieses Werk nicht gelungen. Und das heutige Geschenk, diese spanischen Trompeten, sind noch einmal ein so wunderbares Bekenntnis zu dieser Orgel, zu unserer Stadt, zur Musik. Einen herzlichen Dank, Herr Professor Eisenberg. Für Professor Matthias Eisenberg war dieser Tag, wie es im Psalm 118 steht, der am Anfang des Gottesdienstes gesprochen wurde. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Mit der Installation und Intonierung der neuen Pfeifen durch die Schweizer Firma Mattis Orgelbau ist nun diese Orgel komplett. Matthias Eisenberg hatte kurz nach der politischen Wende gemeinsam mit Reinhard Seliger, dem heutigen Kirchenmusikdirektor, hinter dem Kasparini-Prospekt eine neue Orgel errichtet. Nach dem Ende des Gottesdienstes war bei Brötchen und Getränken die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und die Freude miteinander zu teilen, speziell über die Musik, die von der Sonnenorgel nun noch vollkommener in der Peterskirche zu hören sein wird. Veni Sancte Spiritus, komm Heiliger Geist, war am Anfang des Gottesdienstes musikalisch zu hören. Von bösen Geistern, von Geistern, die Menschen nicht mehr loswerden, gerufen oder nicht, ist vielfach die Rede. Vom Heiligen Geist spricht man seltener in der säkularen Welt. Doch der Gute, der Heilige Geist ist untrennbar mit Pfingsten verbunden. Bischof Stäblein versucht in aller Kürze eine Erklärung. Pfingsten, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Aber was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist das, was uns Gottes Wort lebendig macht, so dass es jetzt ist. Nicht eine alte Geschichte von vor 2000 oder 2500 Jahren, sondern das, was jetzt in unserem Herzen den Glauben weckt, das Vertrauen auf Gott weckt, die Hoffnung stärkt und uns miteinander verbindet. Jetzt mag der eine oder andere sagen, aber wie kann ich das sehen und bekommen? Es wirkt Gott in uns, dass sein Wort jetzt ist, mein Vertrauen auf ihn stärkt und lebt. Professor Matthias Eisenberg hatte den Pfingstgottesdienst an der Orgel begleitet. Zum letzten Musikstück, dem Postludium,
wechselte Reinhard Seliger auf die Orgelbank. Einige Stunden später begann er bei der 22. Görlitzer Orgelnacht das 470. Konzert an der Sonnenorgel. Über diese Nacht berichtet die Lausitzwelle in einigen Tagen.